heute mal ein ganz anderes Video von mir. Und zwar zeige ich euch heute, wie man gesunde Apfelchips macht. Und zwar fangen wir da ganz banal an mit einem Apfel. Ich habe jetzt die von Edeka genommen. So eine ganze Tüte ist das. Und ich glaube, die hat 1 Euro noch was gekostet. Oder 2 Euro noch was. Oder genau, da war ein Fail. Fällt mir der erste schon runter. Okay. Den heb ich gerade mal auf. Gut. Ja, wir fangen damit an und zerteilen diesen. Und zwar nicht hochkant, sondern so quer. Braucht man ein bisschen Kraft. Dann haben wir hier so schöne Scheiben. Und diese zerteilen wir nun mit der Brotmaschine. Und da stellen wir die Brotmaschine ganz hauchdünn ein. Also auf eine wirklich ganz, ja, dünne, damit es ganz halt ganz dünne Scheiben gibt. Und jetzt Achtung mit den Fingern. Ich weiß gar nicht, wie man das machen kann, damit man das sieht. Aber ich muss das leider so filmen, Leute. Aber ihr seht das ja, wie das dann hinten rauskommt. Und wir jetzt so machen. Ah, sehen Sie, seht ihr? Das war schon gut. Genau. Und da hat man jetzt so eine dünne Scheibe. Die ist wirklich ganz dünn. Und die legen wir dann auf ein dafür vorgesehenes Backblech. So. Und das machen wir jetzt einfach so weiter. Ja. Und da seht ihr, wir haben immer wieder solche Scheiben. So. Und das machen wir jetzt, bis das Backblech so ziemlich voll ist. So, wie ihr seht, habe ich jetzt die Apfelchips soweit geschnitten. Wie gesagt, das sind ganz, ganz hauchdünne Scheibchen. Und die bestreuen jetzt ein wenig mit Zimt, damit es auch schön weihnachtlich wird. Und dann machen wir so ein ganz überall so eine Prise drauf. So. Ich glaube, die Dose hat etwas gelitten beim Einkauf. Also einfach, damit ja, überall ein bisschen was drauf ist. So, eigentlich war das schon die ganze Arbeit. Und das Ganze kommt jetzt bei etwa 100 Grad 7 Stunden in den Backofen. Und ja, 7 Stunden deshalb, weil die Feuchtigkeit muss halt raus, damit sie halt auch eine gewisse Konsistenz bekommen. Also ich sag mal, die Konsistenz von Trockenobst wäre ganz gut. Ja, wenn die Apfelchips dann fertig sind, also wenn ihr die dann aus dem Backofen holt, macht da noch ein bisschen Puderzucker drauf und lasst sie abkühlen, dann könnt ihr sie schon genießen. So, ich stelle das dann mal in den Backofen. So, das Endprodukt ist fertig. Das sind die fertigen Apfelchips. Nicht erschrecken wegen der Farbe, das ist wegen dem Zimt und ja, weil die halt trocken geworden sind. Ja, genau. Dann haben wir halt hier noch so einen. Und es sind halt wirklich richtige Chips. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Tschüss!